Ich habe Kingdom Come Deliverance nun einige Stunden angespielt und ich möchte euch gerne meinen Eindruck vom Spiel zeigen. Es handelt sich dabei um ein Rollenspiel, das in Böhmen um 1403 spielt. Alles ist soweit es geht historisch korrekt und das Spiel selbst ist auch sehr auf Realismus getrimmt. Es entführt euch also wirklich in eine authentische Mittelalterwelt. Mächtige Helden, Zauberer, Drachen und anderes Fantasy-Zeugs könnt ihr vergessen. Euch erwartet nur purer, realistischer Schwert- und Bogenkampf. Worum geht es? Wir spielen den Sohn des Schmiedes eines kleinen Dorfes. Als ehrenhafter Bürger machen wir natürlich den ganzen Tag über so ehrenhafte Dinge wie sich prügeln, flirten. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Häuser mit Scheiße zu bewerfen. Und natürlich weiter prügeln. Bis das arme Dorf von einer riesigen Armee überfallen wird, welche unseren Vater und unsere Mutter brutal abschlachtet. Natürlich stellen wir uns heldenhaft und versuchen, unsere Eltern zu retten. Nein, Spaß, wir nehmen die Beine in die Hand und laufen einfach nur so schnell, wie es geht und verpissen uns. Der klassische Pfeil ins Knie darf dabei natürlich auch nicht fehlen. Später kommen wir dann nochmal in das verwüstete Dorf zurück, um unsere Eltern zu plündern. Kein Scherz, man kann die Eltern plündern und sie haben sogar einen wertvollen Apfel bei sich. Danach treffen wir nochmal auf den Mörder unserer Eltern, der uns ziemlich fertig macht, woraufhin uns die Tochter des Mühlers rettet. Dem weiteren Spielverlauf werden wir die ganze Zeit über verspottet, weil ein armes Bauernmädchen uns das Leben rettete. Von ihr werden wir dann in die nächstgroße Stadt gebracht, wo das Spiel dann so richtig losgeht. Beginnen wir gleich mal mit dem Realismus des Spiels. Alle Bürger haben wirklich einen realistischen Ablauf ihres Tages. Zum Beispiel der Wirt geht am Morgen in die Kneipe oder in den Pub und kümmert sich dort um die Gäste, während er dann am Abend wieder nach Hause geht schlafen. Genauso ist es auch so, wenn man jetzt zum Beispiel um 9 Uhr morgens in den Pub geht, wird es relativ leer sein, während es hingegen abends ziemlich voll sein wird. Wenn man sich mit Leuten irgendwo treffen muss, zum Beispiel mit dem Kampfmeister beim Übungsplatz, wird er mitten in der Nacht nicht dort sein, wird es zum Beispiel gegen 9 Uhr in der Früh auftauchen. Und diesen Grad an Realismus mag ich auch ganz gerne. Wenn wir im Kampf verwundet werden oder wenn wir irgendwo hinunterfallen, sind wir ziemlich am Arsch. Denn dann bluten Arme oder Beine und wenn wir nicht dutzende Verbände bei uns haben, werden wir wohl qualvoll verbluten, bis wir es zu einem Arzt schaffen und viel Geld dafür ausgeben müssen, dass dieser uns behandelt. Warum Arzt? Warum heilt man sich nicht selbst, fragt euch jetzt? Nun ja, wir sind ein einfacher Schmiedessohn. Dank Realismus können wir uns gerade mal mit Verbänden Wunden abbinden, das war's aber auch schon. Und etwas essen oder schlafen heilt solche Wunden nicht. Wie im Real Life eben. Eine Wunde, die genäht werden muss, kann man nicht durch ein Stück Ente oder wenig Schlaf plötzlich heilen lassen. Genauso ein Realismus mag ich aber ganz gerne. Auch zum Kampf. Es lässt sich in verschiedene Richtungen schlagen und auch stechen, blocken, parieren, ausweichen und treten. Die Kämpfe fühlen sich extrem realistisch und auch anstrengend an, als wäre man gerade wirklich in einen Kampf verwickelt. Die ganze Zeit muss man darauf achten, was der Gegner macht. Hält er sein Schwert nach oben, muss ich oben blocken? Kommt er seitlich, muss ich seitlich blocken? Greift er gerade an, soll ich ausweichen und hinstechen? Auf all das muss man achten. Außerdem spielt die Ausdauer eine große Rolle. Holen wir dreimal stark mit unserem Schwert aus oder blocken wir zum Beispiel 3 starke Angriffe? Sind wir mal kurz aus der Puste und haben keine Chance mehr uns zu verteidigen? Dasselbe gilt auch, wenn wir gefühlt 5 Sekunden sprinten. Hierbei finde ich das ein wenig übertrieben, Menschen können durchaus länger sprinten. Aber wir erholen uns auch relativ schnell wieder. Als ich in das Dorf zurückkam, um meine Eltern zu plündern, fand ich am Weg dutzende Leichen und wirklich jede einzelne Leiche ließ sich plündern. Also hab ich gehört, nicht dass ich das gemacht hätte. Hierbei auch ein großer Pluspunkt an den Realismus.
es wäre auch einfach unlogisch, wenn Dutzende Menschen allesamt nichts bei sich hätten. Außerdem ist es wichtig, dass wir essen, sonst sinkt unsere Ausdauer und wir können auch verhungern und daran sterben. Beim Schlaf verhält es sich ähnlich. Sind wir zu müde, fallen uns die Augen zu. Ich hatte es sogar erlebt, dass ich nach einem kompletten Tag, in dem ich nur durch die Stadt gelaufen bin, plötzlich auf beiden Beinen Beschwerden hatte. Meine Beine waren einfach von dem ganzen Tag nur herumlaufen so erschöpft, dass ich nicht mehr lange weiterlaufen hätte können. Das Spiel bietet viele Zwischensequenzen, die dafür sorgen, dass man immer mehr und weiter in die Story eintaucht und man kann auch ebenso selbst die Handlung bestimmen. Durch verschiedene Antwortmöglichkeiten und einem Erfolg oder Misserfolg ändern sich Quests und Story, beziehungsweise die Stimmung einzelner Personen. Auch ist es oft möglich, Quests auf verschiedene Weisen zu lösen. Zum Beispiel müssen wir am Anfang einem Southbolt Geld eintreiben. Ich wollte es mir auf die Harte zu holen, leider war er etwas stärker als ich und ich habe kein Geld bekommen, weil er mich einfach vermöbelt hatte. Neben dem Weg, dass man auch gewinnen hätte können, gibt es aber noch drei weitere Wege, um die Quest abzuschließen. Wir holen Freunde und vermöbeln ihn dann gemeinsam, so habe ich die Quest dann gelöst. Man kann aber auch einfach in sein Haus schleichen und das ganze Zeug stehlen und mitgehen lassen. Oder man kann auch einfach dem Vater Bescheid geben, der dem dann einen Besuch abstattet. Interessantes System auf alle Fälle. Die Welt ist wunderschön designt. Oft habe ich mich selbst dabei erwischt, wie ich absichtlich nur gegangen bin, um die schöne Umgebung zu beobachten. Die Welt sieht sehr detailgetreu aus. Man fühlt sich wirklich, als wäre man in Böhmen um 1403. Schaut euch diese Bilder und Szenen an. Mit einer schönen Musik, die meist eingespielt wird, ist es einfach ein Genuss, durch die idyllischen Landschaften zu laufen. Auch die deutsche Synchro ist extrem gut gelungen und fühlt sich auch authentischer an als die englische Synchro, aufgrund des Standortes, da das Deutschland einfach besser hinpasst. Man konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Man kann einfach in jedes Haus gehen und alles frei erkunden. Hierbei ist aber auch wieder der Realismus geboten, denn wenn man am Tag irgendwo erwischt wird in einem Privathaus und der Typ bemerkt das, wird er dich wahrscheinlich rauswerfen. Ebenso ist es, dass nachts die ganzen Häuser zugesperrt sind und man sie erst knacken müsste, um überhaupt reinzukommen, da natürlich wie im Real Life sperren wir nachts am Abend zu, damit niemand rein kann. Die Welt ist extrem frei zu erkunden, man fühlt sich nicht irgendwie gefangen, es ist wirklich eine Open World. Ich habe zum Beispiel diesen geheimen Weg gefunden, aber der führte einfach nur wieder dann später auf die Hauptstraße. Ich habe noch keinen geheimen Ort entdeckt, wo es irgendwie besonderen geheimen Loot oder irgendwelche besonderen Leute gab, die ich gefunden hätte. Das demotiviert mich, so dass ich in Zukunft nicht weiter vom Weg abweichen werde, da es wohl außer einer schönen Landschaft nichts zu entdecken gibt. Einige Bugs habe ich leider auch gefunden, zum Beispiel hier, als der super mega Bösewicht plötzlich in der Zwischensequenz nur noch flüsterte. Manche Charakter sprechen plötzlich ganz leise und ich weiß nicht warum, zumindest ist es bei mir so. Aber nur in solchen Zwischensequenzen. Ab und an gibt's bei mir Ruckler, die einige Sekunden dauern, aber das kommt relativ selten vor und sonst läuft alles perfekt. Ich hatte bislang echt viel Spaß mit dem Spiel und freue mich schon darauf, wie die Geschichte weitergeht. Während ich nicht den Hauptquests folge, hole ich zum Beispiel meinen Super One-Punch-Hühnerrupfschlag aus und töte Rupfe Hühner mit einem Schlag, um ein bisschen was zu knabbern.
oder zocke Leute den Würfeltisch ab, um mein Vermögen zu vergrößern. Das war's. Heilige Scheiße. Ich bin gespannt, was mich in dieser Welt noch alles erwarten wird. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Das hilft mir sehr. Ich hoffe, euch gefallen diese Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.